Hallo, einen wunderschönen Sonntag wünsche ich euch. Ja, bei mir war heute Haarfärbesonntag und weil ich jetzt gerade so gut aussehe, habe ich gedacht, ich muss jetzt mal dringend vor die Kamera. Hinter mir stehen noch die Reste vom Frühstück. Die Kinder schlafen natürlich noch, es ist jetzt 11:30 Uhr, weil die natürlich lange unterwegs waren. Freundlicherweise haben sie uns zwei Eier im Kühlschrank gelassen. Es ist nämlich irgendwie so Tradition. Wie auch immer das entstanden ist, dass die nach der Versammlung so die Reste, die lange durchgehalten haben, die Reste gehen dann noch zu irgendwem nach Hause und braten Eier. Das war wohl auch im Gespräch, dass das bei uns stattfinden soll. Da habe ich jetzt an sich nichts dagegen. Ich wüsste es nur irgendwie vorher gerne, weil ich liege dann hier und schlafe und auf einmal rollt dann hier so eine Horde betrunkener Feuerwehrmänner ins Haus und glücklicherweise konnte das aber abgewendet werden. Meinetwegen gern nächstes Jahr, dann weiß ich Bescheid und habe auch mehr Eier im Haus, weil irgendwie waren die Kinder wohl zwischendurch heute Nacht dann noch hier und haben den Kühlschrank geplündert und haben uns aber immerhin fürs Frühstück zwei Eier übrig gelassen. Das ist ja sehr nett. Jetzt steht hier das Frühstück noch auf dem Tisch und irgendwann werden die ja mal aufstehen, ne? Mein Mann, der ist jetzt schon los. Noch zum Aufräumen, da sind ja noch meistens noch Essensreste, die irgendwie verteilt werden müssen. Und mit ein bisschen Glück brauche ich auch nicht kochen heute. Hat auch was. Ich hatte zwar was Leckeres geplant, aber gut, davon wird nichts schlecht. Dann gibt es das halt irgendwann die Woche. Jo, ansonsten hat es hier geschneit bei uns. Es ist zwar nicht viel und das, was jetzt lag, ist auch zum größten Teil schon wieder weg. Es ist aber ziemlich diesig und so. Sieht nicht so aus, als ob man gerne rausgeht heute. Ja, dann wollte ich euch noch was erzählen. Das habe ich mir nämlich heute Morgen überlegt, weil ich muss ja dann jetzt noch schnell das Video fertig schneiden, was dann heute Nachmittag online geht. Und ich werde es wahrscheinlich so machen, dass ich die Vlogs immer am Samstag starte und dass es dann bis Freitag geht und ich die aber trotzdem am Sonntag hochlade. Das verschafft mir so ein bisschen Spielraum bei der Bearbeitung, weil wenn wir jetzt mal ein Wochenende irgendwie unterwegs sind oder halt viel Aktionen machen, dann weiß ich gar nicht, wie ich das schneiden und hochladen soll. Und das würde mir noch so ein bisschen Puffer verschaffen. Ist, glaube ich, eine gute Idee. Ihr werdet das ja gar nicht großartig merken, ne? Also, ich denke, das macht schon Sinn. Jo, alles klar. Wie gesagt, schönen Sonntag wünsche ich euch. Bis später. Hi, good morning. Es ist schon Dienstag, 9:30 Uhr. Ich mache gerade Frühstückspause und ich bin unglaublich experimentell heute, weil ich ein anderes Frühstück zu mir nehmen werde. Und zwar ist das Quark mit ein bisschen Öl. Eigentlich sollte man Leinöl nehmen. Habe ich natürlich nicht. Ich habe jetzt gedacht, ich probiere erstmal, wie das überhaupt schmeckt mit Öl. Und habe so 1,5, 2 Teelöffel Rapsöl genommen. Ein bisschen Ahornsirup, dann so ein bisschen Knuspermüsli, was wir noch da hatten. Knuspermüsli natürlich ganz böse, ne? Zucker ohne Ende, aber echt nur so ein paar Krümelchen für den Crunch und meine halbe Birne. Das unglaublich mutige Experiment, mal etwas anderes zu frühstücken, ist auch tatsächlich geglückt, muss ich sagen. Ich hatte ja natürlich Magerquark und den halt nur so ein bisschen mit diesem Öl und dem Ahornsirup verrührt und der hat überhaupt nicht geschmeckt wie Magerquark. Das ist ja mal genau das Problem. Finde ich, dass man halt eben, wenn man Magerquark irgendwie cremig haben möchte, irgendwie stundenlang rühren muss, Mineralwasser und tralala. Und das ging ratzifatzi. Also mit dem, hier mit diesem Rührer, der ist ja natürlich jetzt noch voll geschmattert, ne? Mit dem Rührer, der war total cremig, wie 60% Quark oder so. Echt lecker. Also, und da ja Magerquark extrem viel Eiweiß hat, im Verhältnis zu den Kalorien, ne, ist das also wirklich gut eigentlich. Gibt es das, glaube ich, jetzt häufiger. Das Einzige, was mich gestört hat, dass das jetzt relativ kalt war, so aus dem Kühlschrank. Ich habe ja sonst immer warm gefrühstückt, ne, meine Haferflocken schön in der Mikrowelle warm gemacht. Aber ist auf jeden Fall schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Ja, gibt es jetzt, glaube ich, häufiger. Juhu! Nach dem verrückten, außergewöhnlichen Frühstück gibt es jetzt ein verrücktes Mittagessen. Wraps wieder mal. Aber total gesund. Also, ich zeige euch das mal kurz. Also, jetzt im Ernst. Ich meine, die fertigen Putenstreifen, die hatte ich gekauft für die Feiertage, damit wir da halt was da haben, sozusagen. Die müssen jetzt weg. Das ist jetzt nicht unbedingt das Allergesündeste, diese vorgebratenen Dinger, aber meine Güte, ne? Und dann hier Mais, Tomate, Salat. Auf den Wrap selber kommt dann erstmal Brunch drauf. Die Wraps liegen hier.
Da ist der Topf. Wie ich das so mache mit den Wraps, habe ich ja schon häufig genug gezeigt. Das sparen wir uns jetzt mal. Aber ich finde, das ist ein relativ gesundes Mittagessen, weil ja diese Wraps nicht so sehr viel Teig sind. Ich müsste mir das mal ausrechnen, wie viele Kalorien. Mache ich jetzt aber nicht. Ich freue mich einfach drauf. Ja, finde den Fehler. Irgendwas ist hier falsch. Ich bin eben schon durch die Gegend gelaufen und habe überall das dritte Bein gesucht, weil ich jetzt was machen wollte. Und ja, mein Gorilla-Pott ist leider kaputt gegangen. Das sieht jetzt hier ein bisschen eklig aus, weil ich schon versucht habe, den zu kleben. Aber dieser Kleber hat natürlich nicht gehalten. War ein Versuch wert. Ich werde das da jetzt einfach wieder reinstecken. Ich weiß nicht, ob das geht mit einer Hand. Und hoffen, ja doch, es ist zumindest notdürftig erstmal wieder fest. Ich werde das einfach mit Panzertape kleben. Dann ist das Bein zwar nicht mehr so, an der Stelle nicht mehr so flexibel, aber ich brauche einen neuen Gorilla-Pott. Ist übrigens vermutlich deswegen kaputt gegangen, weil ich ihn irgendwie mit zu viel Gewalt um irgendwas drumherum gewürgt habe. Was ich jetzt aber eigentlich machen wollte, ich habe hier ein kleines Amazon-Päckchen gekriegt. Und wollte das jetzt mal gemeinsam mit euch auspacken. Das ist nämlich etwas, was ich eigentlich schon länger. Ach Gott, ist ja noch winziger, als ich dachte. Was ich eigentlich schon länger haben wollte und jetzt gestern bestellt habe, weil ich ja gestern oder vorgestern war das, weil ich ja so gut aussah und ein Selfie machen wollte. Und ich konnte einfach mein Handy nicht in einer Hand halten und gleichzeitig auf den Knopf drücken und dann auch noch darauf achten, dass ich gut aussehe. Es hat irgendwie nicht geklappt. Das habe ich mir endlich mal so ein Teil hier gekauft. Es gibt ja irgendwie so diese Pop-Socket-Dinger und diese Ringe, die man so am iPhone festmachen kann. Und ich habe mich aber dann für dieses Ding hier entschieden, weil ich halt wollte, dass das möglichst hinten am Handy ist. Also diese Pop-Sockets, das sind so runde Dinger, die man praktisch dann so rausziehen kann. Dann kann man halt eben hinten am Handy das so festhalten. Kann man jetzt doof zeigen, wenn man kein anderes Handy zur Hand hat. Ne? Nehmen wir mal an hier, der Kindle. Und dann kann man ja so, auf der Rückseite ist ja dann nichts, wo man ihn irgendwie festhalten kann. Und wenn dieses Dingens da drauf ist, da drauf geklebt wäre, dann kann man nämlich da seine Finger reinstecken und kann das dann so ganz locker mit einer Hand halten. Und es gibt halt eben diese Popsockets, das sind so runde Dinger, die man dann so rausziehen kann. Da kann man dann praktisch so die Hände so zwischenhalten, also die Finger da so drumrum. Oder halt so Ringe, wo man dann halt den Finger reinstecken kann. Aber ich wollte halt eben etwas, das hinten an meinem Handy ganz flach ist, sonst kriege ich es ja in meine ganzen Halter und Ständer und so nicht mehr rein. Und das könnte echt cool werden, ne? Und das hier ist übrigens die Hülle von meinem Kindle. Hatte ich mir zu Weihnachten gewünscht und auch bekommen. Die ist echt schön, ne? Ja. Also ich lese jetzt immer schon, das ist halt die erste, das ist übrigens die Werbeseite, die man ja für 20 Euro wegkaufen kann. Die stört mich aber überhaupt nicht. Wenn ich den praktisch nutze, dann ist die ja gleich wieder weg. Also stört mich nicht. Aber finde ich cool. Hier, passt gut zu meiner Tasse, ne? So, ich klebe jetzt das Ding hier mal auf das Handy und dann werde ich mal gucken, ob ich heute auch schön genug bin für ein Selfie. Ja, das funktioniert gut. Ich habe jetzt nur meine, also ich halte jetzt praktisch das Handy einfach nur so. Aber die beiden Finger da hinter dieses Gummi, das geht gut. Ach so, jetzt habt ihr meine Unordnung gesehen. Ich habe noch nicht aufgeräumt. Jetzt gehe ich mal rüber ins Licht. Das ist cool. Kann man dann so ganz locker, flockig, ohne sich die Finger zu verkrampfen, mal eben so durch die Gegend latschen. Ja, hat was. So, ich mache jetzt mal ein ganz, ich mache jetzt mal so ein, hier so ein, so eins, was dann so. Wie mache ich denn jetzt? Also ich mache das dann ja für Instagram. Dann müsst ihr mal auf meinem Instagram-Account gucken, was dann dabei rausgekommen ist. Und dann mache ich so, nehme mal schön den Hals nach vorne. Und dann mache ich so. Oh, Batterie fast leer. So. Ich bin zu alt für sowas, ne? Aber ich gucke trotzdem mal, ob ich jetzt ein schönes Selfie kriege. Heute ist Mittwoch, süßes Tag, natürlich, wie immer bei uns. Ich habe gerade Waffelteig angesetzt, das Waffeleisen heizt gleich auf. Ich bin hier einmal durchs Wohnzimmer gegangen und habe mir gedacht, das müsst ihr euch echt mal zeigen. Na, erstmal haben wir da den kleinen Tisch hingestellt. Das habe ich ja, glaube ich, irgendwie erzählt letztens, habe ich zumindest so in Erinnerung. Das finde ich echt ganz schön. Der Tisch ist natürlich alt, das sieht man eben auch an.
Das macht aber nichts. Der Teppich ist mal wieder ein bisschen verrutscht, macht auch nichts. Aber was ich eigentlich am besten finde, das ist immer so, wenn Mutti abends dann vom Sofa aufsteht, ne, sieht das so aus. Ne? Der Arschabdruck ist dann auf dem Sofa, die Decke nur so aufgeschlagen und aufgestanden. Die Kissen total verwurstelt, da liegt dieses Dings von Ikea, wo man das, was man sich so auf den Schoß legen kann. Total cool, ne? Kommandozentrale liegt auf der Lehne. Also, bei meinem Mann sieht es immer nicht ganz so unordentlich aus. Aber das ist immer der Klassiker, ne? Aber ehrlich gesagt, es stört mich überhaupt nicht, weil ich kann mich dann heute Abend direkt wieder hinsetzen, brauche die Decke nur wieder rüberschlagen. Nein, also es sieht halt bewohnt aus, mein Gott. Also ich finde das überhaupt nicht schlimm. Noch Wichtigeres, als dass es immer perfekt aufgeräumt sein muss. So, ich mache jetzt die Waffeln. Ich weiß immer nicht bei der ersten Waffel, wie viel Teig muss ich da jetzt reintun. Das ist immer wieder das Gleiche. Und dieser Halter fürs Handy ist echt voll cool, ne? Ich habe jetzt noch nicht mal mehr hier irgendwie was dran an meinem Handy. Ich halte das jetzt einfach so hier, meine beiden Finger in diese Gummischlaufe gesteckt. Das ist ein Traum. Also voll cool. Man ist so super flexibel, weil man jetzt echt mit zwei Fingern dieses Telefon halten kann. Ja, kann man schlecht erklären, aber. Okay, ich räume jetzt hier schnell auf, mache die Waffeln fertig, weil ich muss gleich weiterarbeiten. So, die ersten werden ja meistens nicht so perfekt. Natürlich war es ein bisschen zu wenig Teig. Und letztens hat auch eine Freundin mit unserem Waffeleisen gebacken und mein Mann gefragt, ob da Fett rein muss. Und er natürlich, ja, ich glaube schon, als ob er das wüsste, muss natürlich kein Fett rein. Ich glaube, bei keinem Waffeleisen mit Beschichtung muss Fett rein. Und jetzt backt das ein bisschen komisch. Außerdem. Außerdem riecht das jetzt hier irgendwie nach dem Fett. Also, finde ich jetzt nicht so toll. Naja, kann man nicht ändern. Schon wieder Essen, ne? Wie war es mit den guten Vorsätzen? Als erstes stand Essen, ne? Ja, voll erfüllt. Immer ordentlich essen. Nein, aber natürlich esse ich auch eine Waffel. Vielleicht sogar zwei. Naja, mal gucken. Ja, also verhungern will ich ja auch nicht. Ne? Klar könnte ich jetzt auch einen Salat essen, will ich aber nicht. Gibt auch für mich heute Mittag eine Waffel, selbstverständlich. Guten Morgen, es ist Donnerstagmorgen, kurz nach 8 irgendwie. Ich hatte eigentlich gedacht, ich wollte heute mit den Putzvideos anfangen, weil ich nämlich heute Morgen Zeit habe. Und also ich muss, habe erst später eine Kundin, aber es ist noch viel zu dunkel hier. Das macht überhaupt gar keinen Sinn, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Wir haben ja Winter, da wird es ja nicht so schnell hell morgens. Ja, geht euch das auch manchmal so, dass ihr dann irgendwie denkt, so jetzt habe ich Zeit, was mache ich denn jetzt? Und dann hat man so viele Sachen, die man irgendwie machen könnte und machen wollen würde, dass man gar nicht anfängt, weil man viel zu lange darüber nachdenkt, was jetzt irgendwie schlau wäre, als erstes zu machen. Das ist ja nicht nur zu Hause, das würde mir jetzt oder ging mir im Büro dann teilweise genauso. Und dann nützt mir auch mein Bullet Journal irgendwie nicht, weil da steht dann ja nicht alles drin, was ich im Kopf habe, logischerweise. Da kommen ja immer noch Kleinigkeiten dann irgendwie jeden Tag dazu. Dies müsste ich noch und das müsste ich noch und jenes noch. Und dann ist man so gelähmt, dass man gar nicht anfängt. Voll hohl, ne? Ich werde auf jeden Fall jetzt erstmal zu Netto fahren. Die haben so ein Fisch-Lachs-Lasagne-Dingens-Angebot diese Woche, was ich unbedingt haben möchte. Also was heißt Angebot im Sortiment? Die haben ja immer nicht so ein riesiges Sortiment wie jetzt Real oder die großen Märkte. Und da düse ich jetzt mal schnell rüber, damit ich davon auch noch was kriege. Bin ja nicht so Angebotsjägerin, aber in dem Fall, wenn ich jetzt Zeit habe, dann gucke ich mal schnell. Und dann, also wenn ich ehrlich bin, habe ich ja zum Putzen auch keine Lust mehr. Ja, mal schauen. Jo, die sind das hier. Ich fand, das sah im Prospekt so lecker aus. Das müssen wir doch unbedingt mal ausprobieren. Da kostet ein Paket, ich glaube, 2,29 €. Ja, mal gucken. Mir ist natürlich durchaus bewusst, dass das jetzt nicht gerade die gesündeste Fischvariante ist hier, ne? Mit Gratin und Sahnesoße und Nudeln und so. Ja, das weiß ich. Ich wollte das aber trotzdem gern probieren. Und ich denke mir immer, wenn ich versuche, freitags Fisch zu essen und wenn er halt eben nur in so abgeschwächter Form wie so ein Lachs-Dings mit Sahne irgendwie ist, ist wahrscheinlich immer noch besser als gar nicht. Und es ist erst mal ein Anfang. Steigern kann man sich ja immer noch, aber zumindest hier, ne? Also ich versuche das schon länger, jede Woche einmal Fisch. Das große Kind isst überhaupt gar keinen Fisch, nicht ein Stückchen. Der kriegt schon einen Brechreiz, wenn das hier nach Fisch riecht. Und der kriegt dann so Schnitzelchen.
Und mein Mann und ich, wir werden uns ein Paket teilen, das reicht. Der Kleine kriegt ein ganzes oder so viel, wie er dann eben möchte. Und den Rest kann dann mein Mann irgendwie immer noch essen oder so. Ne? Aber das sieht lecker aus. Tja, ich bin jetzt gerade so ein bisschen frustriert. Ich habe gerade wieder mal das ganze Haus abgesucht nach meinem alten Aquarellkasten. Ich habe ein Video gesehen von einer Nageldesignerin, die so Schnörkel geschnörkelt hat mit Aquarellfarbe. Und ich habe dann gedacht, Mann, fuck, ey, du hattest doch einen Aquarellkasten in der 11. und 12. Klasse. Das ist schon ein Vierteljahrhundert her. Aber so einen guten, teuren Schminke-Aquarellkasten, also so ein 12er, ein kleiner, ne, den schmeißt man nicht weg. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass der irgendwie oll war, dass ich ihn weggeschmissen habe. Wir haben damals in der Fachoberschule ja so viel damit auch nicht gemacht. Und das Problem ist, was mich eigentlich so richtig abfuckt, dass es im ganzen Haus überall so Kreativinseln gibt. Ne? Hier stehen praktisch Acrylfarben, oben habe ich dann noch Stofffarben, ganz oben sind dann noch meine ganzen alten Zeichensachen und im Nagelstudio ist noch was. Und wir sind auch in diesem Haus schon so oft umgezogen. Also im Haus, dass wir die Zimmer irgendwie gewechselt und getauscht haben. Und dann packt man ja irgendwas in irgendeinen Schrank. Und beim nächsten Raumtausch, der sich irgendwie ergibt, packt man es wieder in einen anderen Schrank. Und ich habe so viele Bilder, wo dieser Schminke-Aquarellkasten irgendwie gelegen haben kann. Aber diesen Platz gibt es natürlich so nicht mehr. Es wird echt Zeit, dass die Kinder ausziehen, dass ich einen Raum habe, wo ich das alles sammeln kann. Nein, Quatsch, das macht auch keinen Sinn. Ich habe das halt immer an den Orten, wo ich es dann benutze. Aber es wäre schon wirklich cool, wenn man irgendwo einen großen Schrank hätte, wo man das ganze Zeug alles reinpacken kann. Und wenn man es braucht, nimmt man sich halt eben die Box raus und trägt es dahin, wo man dann arbeiten will. Das wäre jetzt ja auch kein Riesenaufwand, eine so eine Box oder vielleicht zwei zu holen und dann anzufangen. Ach, ich weiß auch nicht. Also da hapert es mit der Organisation irgendwie ganz gewaltig. Und naja, gut, am Platz liegt es nicht, ne? Aber das frustet mich irgendwie. Ich habe das genau vor Augen, diesen schwarzen Kasten in dieser weißen Pappschachtel. Und es lag immer in der Kiste mit drin, wo ich diese Gesichtsschminkfarben irgendwie hatte. Da hatte ich auch so einen Kasten. Und dass ich den mal irgendwann weggeschmissen habe, dieses zum Gesichterschminken, das kann ich mir sogar vorstellen, dass das vielleicht irgendwann mal oll war. Aber ich schmeiß doch meinen Aquarellkasten nicht weg. Jetzt gucke ich bei Amazon, was sowas kostet. Ach so, und eigentlich wollte ich ja was ganz anderes machen. Ne? Wie war das mit dem Produzieren statt Konsumieren? Jetzt war ich mal wieder, dass ich halt gedacht habe, ach, das Schnörkelvideo, so eine Anleitung, das guckst du dir jetzt mal an, ist ja cool. Und dann macht man wieder was ganz anderes. Ne? Ach so, und dann mache ich das ja nicht nur, dass ich mir das angucke, weil ich denke, es ist ja cool. Ich denke mir dann ja auch noch, ist ja Weiterbildung. Ne, gehört ja sozusagen zum Teil zu meinem Job, mich weiterzubilden. Und das ist ja dann eigentlich fast Arbeit. Ne? Es ist ja nicht nur rumsitzen, Video gucken, es ist ja Arbeit, also lernen. Ne? Als würde ich jetzt einen Kurs besuchen. Ja, ist doch so. Oder etwa nicht. Es könnte sogar sein, dass der im Keller ist zwischen meinen alten Schulsachen. Aber als wir da aufgeräumt haben, habe ich da ja alles durchgeguckt. Und den hätte ich doch nicht im Keller gelassen, hätte ich doch mit hochgenommen. Also in den Keller gehe ich jetzt nicht. Oh, das nervt mich so. Und ganz ehrlich, nachdem ich jetzt hier mal wieder rumgelaufen bin und gesehen habe, in welchen Ecken noch Chaos herrscht, ich dann denke, oh Gott, stell dir vor, ich müsste jetzt umziehen. Ich würde, glaube ich, einen Nervenzusammenbruch kriegen. Also es ist immer noch viel zu viel Chaos in viel zu vielen Ecken, die nicht aufgeräumt sind oder die nicht abgearbeitet sind. Und dann denke ich mir jetzt, das ist genau der Moment, wo ich mir denke, ich muss aussortieren, ich kriege eine Krise. Und wo würde ich wieder anfangen? In der Küche. Das ist immer, ich würde immer in der Küche anfangen. Dabei ist hier wirklich nichts mehr zum Aussortieren. Aber es ist wieder so dieses innere Bedürfnis, oh Gott, in der Ecke und in der Ecke und in der Ecke ist es irgendwie chaotisch. Ich muss die Küche aufräumen. Ich muss die Küche ausmisten, aussortieren. So ein Quatsch, ne? Ja, jetzt ist es schon kurz vor 10 und ich habe überhaupt noch nichts von dem gemacht, außer dass ich kurz bei Netto war, was ich machen wollte. Und dann fragt mein Mann mich, wie war dein Tag? Hast du viel gemacht? Nee, ich habe nur rumphilosophiert.
Hier, das war der, den ich hatte, dieser 12er Kasten von Schminke. Der kostet jetzt 32 Euro. Das wären ja sozusagen 64 D-Mark. Und ich meine auch, dass er damals um die 50 Mark gekostet hat. Das ist ja, wie gesagt, schon echt ein Vierteljahrhundert her. Und 32 Euro, boah, das ist jetzt irgendwie viel Geld. Das ist echt schwierig, ne? Also die hier sind zum Beispiel mit 11 Euro wieder extrem günstig. Das macht aber auch keinen Sinn, weil ich will ja, wenn, dann auch gute Farben haben. Von Van Gogh, 24, ach, 50 Euro. Alter Falter. So. Schminke, der große. Das sind dann Stifte, aber das ist nicht das, was ich will. Lukas, 16er. Da findet man dann auch immer nicht so ganz das Richtige. Was ist das denn hier? Das sieht ja cool aus, ne? Optisch ist das ja schon mal. Aber ganz ehrlich, das kann für den Preis auch nichts sein. Wenn der kleine Schminkekasten schon 32 Euro kostet, dann kann das nichts sein. Vielleicht kennen Sie ja jemand von euch mit Aquarellfarben aus und kann mir einfach mal einen guten Tipp geben. Also ich würde jetzt gar keine riesen Farbsortiment brauchen. Also haben wollen ist natürlich was anderes. Aber so ein 12er würde mir schon reichen. Aber ich möchte, dass der wirklich intensive Farben hat. Vielleicht sollte ich mal nach russischem Aquarellkasten. Die Russen, also es ist ja für Nail Art. Das sollen ja, die Farben sollen ja an sich schon kräftig sein. Jetzt kann ich mich da theoretisch wieder den ganzen Vormittag dran aufhalten und googeln und Berichte lesen und Künstler oder Seiten von Malern oder so mir angucken. Aber die haben natürlich irgendwie wieder andere Bedürfnisse. Ich könnte ja mal googeln nach Nageldesign, Aquarellfarben, was da so. Ich glaube, das mache ich jetzt auch mal. Und ich komme wieder zu nix. Was ich eigentlich sagen wollte, wenn jemand von euch sich mit Aquarellfarben auskennt, dann sagt mir doch mal, welche Marke oder welche Farben eurer Meinung nach wirklich super pigmentiert sind. Das wäre das Wichtigste eigentlich für mich. Gut pigmentiert. Und ich würde auch einen Sechserkasten nehmen. Ne? Also das wäre jetzt für den Anfang auch. Ich würde mir auch zur Not Einzelfarben kaufen, wenn das alles dann zu teuer wird. Also mehr als, sag mal, so 20 Euro würde ich jetzt nicht ausgeben wollen, weil einen guten Pinsel brauche ich ja auch noch. Sag mir das doch mal. Das würde mir echt weiterhelfen. Ich habe noch was gefunden hier, diesen White Nights Aquarellfarben für Aquarelldesign oder für Aquarell-Nailart bestens geeignet. Warum? Warum ist der für Aquarell, für Naildesign bestens geeignet? Ich habe gesehen, dass es die Farben auch ein, also der, hier kostet der ganze Kasten 42,50. Ich habe gesehen, dass es die auch einzeln gibt. Hier so komische Stifte, na, das sind ja garantiert solche wasserfesten. Hier. Neutralschwarz. Was heißt denn neutralschwarz? Warum neutral? Was ist denn daran neutral? Schwarz ist schwarz. Gibt es noch ein anderes Schwarz als neutralschwarz? 1,99 Euro. Plus 8,90 € für Lieferungen nach Deutschland. Hallo, alter Falter. Ich habe inzwischen gearbeitet. Es ist jetzt 12:30 und ich bin mit diesen scheiß Aquarellfarben immer noch nicht durch. Geht euch das auch so, dass ihr euch irgendwas seht, euch irgendwas in den Kopf setzt, euch irgendwas ausdenkt und dann von diesem Thema einfach nicht mehr runterkommt? Das ist unglaublich. Ich habe jetzt, bis meine Kundin kam, hier in so einem Shop, das zeige ich euch gleich mal, rumgewühlt und Preise verglichen und mir überlegt, was will ich denn eigentlich und was, also was ich will, ist ja wieder was anderes, aber was brauche ich denn eigentlich, was macht denn überhaupt Sinn? Und dann kam die Kundin, ich habe dann gedacht, gut, du hast ja jetzt zwischendurch Zeit, dir dann noch Gedanken drüber zu machen. Und manchmal macht das ja Sinn. Das geht mir auch oft so. Dann packe ich 1000 Sachen irgendwie in den Warenkorb und nach einer Stunde oder zwei denke ich mir, ey, komm, scheiß drauf. Und lösche das irgendwie alles wieder oder schließe den Shop, guck da nie wieder rein. Thema erledigt, ne? Weil manchmal ist man, dann hat man sich so festgebissen und dann ist irgendwie, bin ich denn bescheuert? Dafür soll ich jetzt, weiß ich nicht, 30, 40 Euro ausgeben. Ist nicht, mache ich nicht, brauche ich nicht. Thema erledigt. Teilweise denkt man auch nie wieder dran. Das ist dann wirklich cool. Aber ich habe ungelogen die ganze Zeit, während die Kundin da war, darüber nachgedacht,
welche Farben nehme ich denn und finde ich jetzt die gut oder finde ich die gut und will ich das dann wirklich und so, ne? Und ja, und wenn das dann so hängen bleibt, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass das eine gute Sache ist, dass ich das auch wirklich will. Jetzt zeige ich euch mal, was ich mir so ausgedacht habe. Ach so, vorweg, bin eben gerade noch mal kurz hochgelaufen, weil ich hatte mir ja, als ich irgendwann schon mal einen Aquarellkasten gesucht und nicht gefunden habe, dann in einem Schreibwarenladen, oder in einem Künstlerbedarfnamenladen, der hier in Braunschweig in der Nähe von der HBK ist, also in der Nähe von der Hochschule für Bildende Künste, ist ja schon mal eine gute Adresse eigentlich, und hatte mich da auch beraten lassen und habe dann drei Einzeltöpfchen Aquarellfarbe gekauft, weil ich damit was ausprobieren wollte. Ein Gelb, ein Rot und ein Blau. Ich habe das auch ausprobiert, das lief damals aber nicht so, wie ich mir das gedacht habe, das war mir dann auch zu aufwendig und so, dann habe ich es gelassen. Und dann bin ich eben nochmal hochgelaufen und habe mir dieses Töpfchen genau angeguckt und habe festgestellt, dass es genau die Farbe ist, die ich mir jetzt hier auch online ausgesucht habe. Und da die mir da im Laden ja damals empfohlen wurde, habe ich mir gedacht, das muss ja gut sein. Ich zeige euch das jetzt. So, und zwar habe ich jetzt hier in die Suche mal White Nights eingegeben. Nach so einiger Recherche kam ich dann darauf, dass das wahrscheinlich die gute Firma auch für Nail Art wäre. Und dann gibt es natürlich hier auch diese Kästen, ne? Da habe ich erst gedacht, oh ja, so ein kleiner für 16 Euro, cool, den nimmst du. Bei genauerer Betrachtung sieht man aber, da ist so viel Gelb und Orange und Braun und das will ich, das brauche ich doch gar nicht, will ich gar nicht haben. Ja, dann nimmst du halt einen größeren, der kostet dann 30 Euro. Und da ist dann aber auch, ja, ist auch ein Pink und Lila mit dabei, aber eigentlich dann so viel brauche ich dann doch wieder nicht. Und das ist dann nicht das Schwarz, was ich dann will. Und ich glaube auch, das Magenta ist nicht dabei. Also irgendeine Farbe war noch dabei, die ich haben wollte. Und das ist irgendwie auch alles Käse. Und dann gibt es natürlich Einzelfarben. Und ja, letztendlich, das ist jetzt also noch nicht abgeschickt. Ich muss da nochmal drüber nachdenken. Aber das ist jetzt das, was ich mir hier ausgeguckt habe. Und zwar habe ich mir jetzt hier erstmal zwei Schwarz ausgesucht. Dieses Lampenschwarz, das scheint ziemlich deckend zu sein. Das könnte genau das sein, was ich will. Falls es das nicht ist, habe ich halt mal dieses Neutralschwarz, ne? Was auch immer das bedeutet. Dann natürlich Magenta und ein Violett. Und dann dieses Lackblau, das fand ich auch, hat mich auch ziemlich angemacht. Dann natürlich Türkisblau, Azurblau, Violett. Und dann halt eben so dieses, ich würde mal sagen, Sepia-Orange. Das heißt hier Schachnasaskia-Rot. Also russisch, keine Ahnung. Und diese Farben haben nämlich dieses Zeichen. Moment. Das hier. Und genau das ist bei mir auf der Rückseite von diesem Töpfchen drauf. Das ist ja perfekt. Dann kaufe ich noch einen Kasten dazu. Weil irgendwie muss ich das dann ja irgendwie auch einsortieren. Und zwar den hier, der ist für 12 Farben. So, jetzt habe ich mir dann hier erst 9 ausgesucht, plus die 3, die ich noch habe. Ich dachte, das ist ja super, das machen wir. Und dann habe ich gesagt, ach nee, Scheiße, grün brauchst du auch noch. Also klar, man kann man natürlich grün mischen, aber so ein schönes Grün kriegt man normalerweise nicht gemischt. Jetzt habe ich schon wieder gesagt, oh, dann nehme ich vielleicht doch lieber den großen Kasten, weil ich habe ja mehr als 12 Farben. Also ne, so dieses Brain fucking Ding irgendwie, ne? Hin und her und her und hin. Und dann ach, nimmst du den größeren Kasten, der kostet dann nur 4 Euro mehr. Oder nimmst du dann doch lieber gleich einen gefüllten und kaufst den, oh, ne? Und so wird es jetzt bleiben. Ich nehme diesen 12er-Kasten, werde die drei Farben, die ich dann ja mehr habe, hier in die Mitte einkleben. Da legt man ja normalerweise die Pinsel ab, das würde ich eh nicht machen. Werde die mit diesem fetten doppelseitigen Klebeband oder irgendwie hier ankleben. Und ja, dann bin ich bestimmt glücklich, weil ich die Farben habe, die ich möchte. Ein Gelb habe ich ja schon, das brauche ich nicht. Ein normales Rot habe ich auch schon, ein normales Blau habe ich auch schon. Und dann habe ich halt die Farben, die ich will. Und ja, dann habe ich mir noch zwei Pinsel ausgesucht. Das mit dem Weiß will ich ausprobieren. Also ne, auf die 1,90 kommt es jetzt auch nicht drauf an. Und während ich eben noch die beiden Grünen rausgesucht habe, habe ich dann festgestellt, oh, jetzt bin ich über 40 Euro und tralala, versandkostenfrei. Das wusste ich noch gar nicht, da hatte ich noch gar nicht nachgeguckt, so viel, so weit war ich überhaupt noch nicht. Na, hier unten steht es aber, Bestellungen ab. Ja, das ist natürlich perfekt. Also, ich finde immer noch, dass es viel Geld ist für so eine fixe Idee. Ich will das jetzt irgendwie machen, aber ich habe da jetzt so Bock drauf.
Und ich glaube, dass ich da gerade zum Frühjahr und Sommer hin auch coole Nail-Designs mitmachen kann, weil ich da jetzt natürlich dann auch in der Richtung noch weitergeguckt habe bei YouTube, was gibt es denn noch? Und wenn man sich dann, wie gesagt, in irgendwas festgebissen hat, dann kann man da kaum von loslassen. Ja, und also bei den Pinseln habe ich natürlich auch noch recherchiert wie eine Hammerkranke, ne? Weil ich jetzt auch nicht so viel Geld für einen Pinsel ausgeben wollte. Und ja, der muss halt eben fest genug sein, aber auch eine schöne Spitze haben und so. Und jetzt habe ich halt geguckt nach Miniaturmalerei. Ne? Also ich habe mich ja mit dieser ganzen Sache jetzt bestimmt schon 2 Stunden beschäftigt oder drei. Ich habe halt gearbeitet, ne? Ja, okay, also das bestelle ich jetzt. Und wenn das ankommt, dann seid ihr natürlich dabei. Also ich brauche jetzt auch keine Tipps mehr, welche Farben jetzt die besten ist. Das wäre jetzt auch der Super-GAU, wenn ihr mir jetzt alle schreiben würdet, nein, diese White Nights Farben kannst du voll knicken und nimm was anderes und das andere ist tausendmal besser und kostet nur die Hälfte. Dann kriege ich ja wieder eine Krise. Aber ich glaube, dass ich das jetzt gut gemacht habe. So, die Bestellung ist abgeschickt. Ich fühle mich erleichtert und so, als hätte ich jetzt über Stunden unglaublich schwer gearbeitet, hätte jetzt irgendwie so unglaublich viel Kopfarbeit geleistet. Habe ich ja auch, aber eigentlich habe ich nur geshoppt. Bei mir gibt es heute diese Süßkartoffel-Paprika-Burger. Das war auch mal wieder so eine Netto-Sonderpostenaktion. Wir hatten letztens Erbsen-Mais-Burger, fand ich auch sehr lecker. Die sind hier schon mal in der Pfanne, brutzeln ein bisschen vor sich hin. Und ich werde da kein Brötchen zu nehmen, sondern noch die übrigen Wrap-Fladen. Die hatte ich eingefroren, die tauen jetzt gerade auf. Und dazu natürlich Gurke, Tomate, Salat. Ganz vielleicht ein bisschen geriebenen Käse. Das überlege ich mir dann spontan, wenn ich hier diese Süßkartoffel-Dingens da probiert habe. Ich habe so viel Gemüse mit reingestopft, dass es leider nicht mehr ganz zugeht. Aber es sah so lecker aus. Ich muss das jetzt mal probieren. Guck mal, wie cool das aussieht. Voll lecker. So, jetzt hat die Anna gerade auf Facebook unter meinem Mittagessen-Foto kommentiert, ich soll doch mal mehr Videos, also Essensvideos oder Gerichte auf meinem Kanal posten. Und liebe Anna, ich grüße dich, du hast vollkommen recht. Das Video, was ich meine, was nächste Woche online gehen soll, das wollte ich eigentlich schon am Montag oder am Dienstag schneiden. Und jetzt kriege ich meinen Arsch hoch und fange damit endlich an. Ich danke dir. Habe ich nicht eigentlich letztens erzählt, dass ich bei Netto diese Lachs-Spinat-Lasagne kaufen wollte? Ich glaube, ne? Ich habe das jetzt gemacht heute Mittag. Ich zeig's euch mal. Ich habe da jetzt so ein halbes von gegessen. Inzwischen sind die auch schon wieder ein bisschen kalt. Und wenn ich ehrlich bin, ist das ja wirklich nur so eine Pappschachtel. Und die Höhe der Lasagne ist auch nicht so gigantisch. Ich muss ja zugeben, dass es einigermaßen geschmeckt hat. Auch nicht so fertiggerichtmäßig, also so auf Fertiggerichte stehe ich generell eigentlich gar nicht. Ich habe nur gedacht, bei diesem Lachs und so, das wäre ja mal, ja, könnte man ja einfach mal fertig kaufen und das mal ausprobieren. Geschmeckt hat es jetzt nicht so schlecht, wie es aussieht. Aber ich würde es auch nicht wieder kaufen. Ich werde, glaube ich, das mal versuchen, selber zu machen. Das Problem ist nur, dass ja das große Kind so überhaupt gar kein Fisch ist, so überhaupt nicht. Und da macht man sich die ganze Mühe und der eine isst davon nichts. Mal gucken. Also eigentlich fand ich es gut. Ich glaube, das nächste Mal suche ich mir ein Rezept raus. Jo, das war's mit dieser Woche. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir gerne eine Bewertung da. Wenn ihr Fragen habt, gerne in die Kommentare oder den Kanal abonnieren, verpasst ihr nichts mehr. Ich wünsche euch wie immer einen schönen Sonntag. Lasst euch nicht stressen, genießt den Tag. Wünsche euch was, macht's gut. Tschüss!